Let's see Skullface. Where's the other? Very close to you. Und da sind wir jetzt auch wieder im epischen Moment, wie es schon bei Peace Walker, Metal Gear Solid 3 und dem jetzt ist. Wir stehen immer über einer Person und müssen entscheiden, ob wir ihn erschießen. Was wir hier natürlich tun. In Metal Gear Solid 3 war es der Boss. In Peace Walker war es auch nochmal der Boss, glaube ich, als Rückwender. Und hier ist es halt Skyface. Und wir beenden sein Leiden. Mission complete, boss. I did it!
Ja, da macht man sich irgendwie ein bisschen Gedanken um Huey, oder? Dass er sich so freut, dass er gerade Skyface gekillt hat. Aber ich fand schön, immer zu sehen, was die Leute dann mental noch durchmachen. Was alles, was Skyface ihnen angetan hat, flasht dann nochmal so vor ihnen auf. Anyone can give up his fight by laying down arms, but the feeling of holding a gun, that we'll never forget. Like our lost limbs, the sensation lingers. Here she comes! In missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours, and no one else's. The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever for our peace. Sahelanthropus will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. Kaz. Pretentious to the end. Still, doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Ja, sowohl körperlich als auch seelisch wird er, glaube ich, nicht mehr ganz derselbe sein. Und hier läuft jetzt der Abspann. Das ist aber nur ein kurzer Ausschnitt, weil danach kommt nämlich noch was. Das ist jetzt quasi nicht das Ende des Spiels, sondern
Part 1 Ende quasi. Ja. Mal sehen, was uns da noch erwartet. Miller sagt ja auch, ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Scatter your sorrow to the heartless sea. I won't see you in his ashes. You're all diamonds. This man acted as accomplice to the attack on Mother Base. Why are you here? Revenge against the boss. I'm not like you! I think it is time you knew. I'll go alone. Boss, what are you... We can't afford to lose anyone else. What if she's a spy? What if I'm a spy? Are you? Kill him! What should we do, boss? Just give the order. You were right. He is not one of us. Boss. Snake? Attention! Diamond Dogs! Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out. You. Be my eyes. The deadliest enemy's right here in our midst. And they will get no mercy. Even with Skullface dead, our pain is still right with us. Unit function added. We need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Es geht. So lang ist der Weg auch nicht. Ja, eine starke Ansprache von Miller. Da muss mir jetzt auch mal jemand erklären, ist er jetzt tatsächlich blind oder hat er das nur so gesagt, weil, naja, es sich geil anhört. Aber seine Augen sind ja irgendwie so trüb, aber er wirkt irgendwie nicht, als ob er blind wäre. Naja, vielleicht weiß da einer von euch mehr. Auf jeden Fall, das haben wir hinter uns. Star Launch Plus ist Geschichte, aber trotzdem, die Sache mit Eli und dem Jungen macht einem noch so ein bisschen Sorgen. Mal gucken, was da noch passiert.
Und ja, jetzt geht's halt weiter mit haufenweise Missionen, die wir schon gemacht haben, nur auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Die werde ich aber schon mal, wie angekündigt, nicht aufzeichnen, sondern nur die neuen Missionen, die dazwischen verteilt sind, weil ihr verpasst nichts. Da passiert auch nichts Neues. Da kommen genau die gleichen Zwischensequenzen, die ihr schon kennt und so weiter und so fort. Und ja, dann nähern wir uns irgendwann dem tatsächlichen Ende. Wir haben ja schon einen Ausblick bekommen in dem Trailer eben, dass in Kapitel 2 alles so passiert. Ja, wir werden sehen. Aber ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut. War ja auch lange und viel, das jetzt mal passiert ist, storymäßig. Und würde sagen, das war es erstmal für Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Und im nächsten Teil geht es dann weiter mit neuen Missionen und neuen Herausforderungen und so weiter und so fort. Bleibt dran, es wird noch einmal spannend, hoffentlich. Wir werden sehen. Naja. Oh, und da sieht man auch schön, gerade im Augenwinkel hat man gesehen, da saß gerade Code Talker auf einem der Dächer und beobachtet, wie wir wegfliegen. Hat man leider nur kurz gesehen, aber macht nichts. Naja. Bis dann.